Moin Flo. Moin. Ups. Weißt du, dass TeamSpeak jetzt auch Multitrack-Recording hat? Witzig. Sprich bitte nochmal. Wieso? Was ist los? Okay. Warte kurz. Scheinbar hat es meinen... Wie heißt denn das Gerät? Audio-Server zerlegt. Ah, also du klingst ganz wie normal immer. Ja, das mag sein. Sprich nochmal was. Aber ich habe alles schon gesagt. Okay. Sehr gut, weil ich hatte gerade schon das Problem. Ich habe YouTube geschaut und... machte mein Teamspeak an und augenblicklich spielte alles in 1,5-facher Geschwindigkeit ab. Und jetzt redest du auch ungefähr eine Oktave höher als normal. Ich ging mal davon aus, dass es dann doch an meiner Technik lag. Und ja, Tatsache, wenn man den richtigen Audioserver für die Ausgabe wählt, geht's auch. Also bei mir ist alles ganz normal. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wir sind alles super hier. Multitrack Recording. Ja, das heißt, wir könnten aufnehmen und einfach einen von uns rauslassen. Und dann zwei Folgen ausstrahlen. Das ist die Idee, das machen wir irgendwann mal. Multitrack Recording. User, wow. Your channel started recording. Oh, sehr schön. Na? Na? Du sagst es. Ich bin sehr müde. Es ist auch schon sehr spät, wenn wir heute aufnehmen. Schon 14.02 Uhr. Ich will auch ins Bett. Ich sitze auf dem Bett, immerhin. 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 Mehr Kaffee, mehr Kaffee. Ja, unsere letzte Folge ist liegt schon, ewig hier. Ja, schon etwas zurück und in der Zeit ist auch viel passiert. Also fangen wir mit unseren Themen heute an. Können wir machen. Gut, haben wir Themen. Was hast denn du so? Außer einem großen Penis weiß ich nicht, nix. Reicht auch. Als Thema auf unsere Sendung. Mir wurde ein Thema zugetragen. Mit dem möchte ich aber gar nicht anfangen. Wir fangen mit was anderem an. Und zwar, Der dunkle Kristall. Ja. Netflix-Serie. Sehr geil, kann man gucken. Gut. Werde ich machen, sobald ich Netflix habe. Mach das.
Nein, der dunkle Kristall, wir haben ja schon drüber gesprochen, ist ja nicht nur eine Serie, das war ja ein Film. Mhm. Den fand ich ja gar nicht mal so berauschend. Ja. Ich auch nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Die Serie macht vieles richtig, was der Film vielleicht doch aufgrund seines Alterungsprozesses nicht mehr so rüberbringen kann. Also es ist meiner Empfindung nach viel düsterer als der Film. Was das heißt ja auch der dunkle Kristall. Eben. Alles wieder sehr puppig, aber angenehmerweise irgendwie mit dem digitalen Schwamm drüber gewischt. Also alles ein bisschen glatter und ein bisschen mehr animiert. Ja, entmappifiziert. Oder wie aber immer. Nicht zu viel, das ist das Schöne. Also ja, ich merke es immer wieder. Gerade diese, wie hießen sie, Skeksis, diese Bösen, sehr, 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 sehr schön puppig gelassen. Also, nee, gut gemacht auf jeden Fall. Ja, ich merke das sowieso immer wieder, dass praktische Effekte einfach besser sind als CGI. Ich meine, das kann man miteinander schön verbinden, das ist okay, aber Kreaturen, die rein aus dem Computer sind, es sei denn natürlich, es ist einfach ein animierter Film oder sowas. Richtig. Aber es sieht einfach besser aus. Ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal, wenn so Blut und Gedärme spritzen, dass praktische Effekte über echte Gedärme. Kein Computer kann so schön Schleim und Eiter produzieren wie praktische Effekte. Ja. Habe ich jetzt die erste Folge gesehen. Hat sehr viel Spaß gemacht, werde ich weitergucken. Gut. Ich sehe auch gerade, es sind ja auch einige von den Sprechern her, also im Original, bekannte Leute dabei. Okay. Das ist Sigourney Weaver als Erzählerin. Aha. Oder Mark Hamill. Gut, das habe ich irgendwo gehört, ja. Aber der macht ja sowieso sehr, sehr viele Sprechersachen. Ich meine, der ist der Joker in der Batman-Zeichentrickserie. Witzig. Und viel anderes. Aber der ist, man hört nicht viel von ihm, aber der macht unheimlich viel Zeug. Das finde ich total cool. Mhm. Wen spricht denn da jetzt in der Serie? Der Gelehrte. Okay. Ja, genau. Ah. Ja. Was gab es denn noch? Eine neue 3-Fragezeichen-Folge ist draußen auf dem Strömungsportal meiner Wahl und eine der besten Folgen seit langem. Oh. Also. Ja, die haben sich auch mehr so hingezogen in letzter Zeit. Genau das. Und deshalb die jetzige, die 201, die sticht wirklich hervor. Mhm. Die 200 war schon cool, aber die 201 hat wirklich was. Ist gut. Ja, ich bin so in den letzten Wochen nicht viel zum Hören gekommen. Also ich hole gerade erstmal so wieder ein paar Podcasts auf. Mhm. Ansonsten habe ich nämlich auch so ein paar Hörspielsachen entdeckt, die ich gerne mal ausprobieren würde, aber ja, mal gucken, wann ich dazu komme. Ich habe ja jetzt noch weniger Zeit dazu, wahrscheinlich. Ach. Ja. Wobei es ja eigentlich ein Yay ist, oder? Nein, eigentlich. Okay. Ich weiß es nicht. Es ist ein Abwarten. Okay, dann warten wir ab. Haben wir Invader Sim geguckt? Wir haben das. Welche Folgen haben wir denn heute? Die letzten vier. Nein, ich bin auch noch nicht so weit. Okay, zwei davon habe ich auf jeden Fall gesehen. Gut, wir können auch nur einfach nur zwei besprechen. Vielleicht gucke ich mir dann die letzten auch nochmal an, weil ich habe keine Ahnung mehr, worum es ging. Okay. Also machen wir weiter mit der endgültigen Beweis und Welt Sim? Ja.
der genau. vierten Folge der zweiten Staffel aus dem Jahr 2006. So. Der endgültige Beweis, Windicated. Worum ging's da? Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich hatte gerade geschaut, wie die nächste Folge heißt, weil ich gucken wollte, ob ich sie wirklich gesehen habe. ja, habe ich. Der endgültige Beweis, genau. Dip trifft den neuen Schulpsychologen. Twicky. Und Twicky, genau. Der aber auch ziemlich einen an der Schüssel hat. Also, das hast du schon gesagt, Schulpsychologe. Selbst für einen Schulpsychologen. Und der überlegt sich halt, na gut, das Vertrauen werde ich am besten bekommen, wenn ich quasi nicht so auf Konfrontation gehe, sondern ne, so mich einfühle in ihn und steigt dann quasi voll in diese es gibt außerirdische Pläne von Dip ein, in diese scheinbaren Hirngespinste, und sie legen sich nachts zusammen auf die Lauer und sowas. Und getarnt als Bloxianer. Ja, das mit der Tarnung ist ja so eine Sache, ne? Also Dip sendet wirklich ein Alien-Signal, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, an angebliche Bloxianer, die es ja nur geben kann, wenn es wirklich Außerirdische gibt, und das Funksignal nur wirklich ankommen kann, wenn es einen Sim gibt. Ja, und sie locken halt. Stimmt, ja, genau, sie locken ja, richtig. Ja, sie locken mit diesem Signal Sim in den Wald. Genau, und in eine Falle. Und der gibt seine Tarnung auf. Entblößt sich als Alien. Ja, aber dann kommen die echten Bloxianer. Und bringen Superwaffen mit. Eine ganze Ladung Superwaffen. Was ist besser als echte Waffen, als einfache Waffen? Superwaffen. Genau. Ja. Fand ich eine ganz coole Folge eigentlich. Ja, war auch wieder nett, fand ich auch. Ich finde sowieso, also diese zweite Staffel, echt schade, dass die nur so kurz ist. Die haben gegenüber der ersten tatsächlich nochmal eine Schippe draufgelegt an Beklopptheit. Ja. Das gefällt mir eigentlich recht gut. Genau, auf die gute Art. Ja. Ich hätte auch Twicky gerne öfter gesehen. Ich bin mir nicht sicher, der ging mir schon ziemlich auf den Zeiger. Ja, deshalb. auf den Zeiger ging Sim auch seinen Mitschülern in der nächsten Folge. Ah, du meinst in The Voting of the Doomed, Wählt genau. Sim. Ja, weil da stehen halt auch die Wahlen zum Schulsprecher bevor. Und Sim, wenn man schon die Erde erobern will, fängt man besser klein an, der will kandidieren. Genau. Ich meine, wer kennt das nicht? Erst Schulsprecher, dann Weltherrschaft. Das hat jeder schon erlebt. Der natürliche Lauf der Dinge. Ja. Dip will das natürlich verhindern. Und er unterstützt den einzigen Gegenkandidaten. Ja, diese Unterstützung nutzt Sim aber ein bisschen mehr, als Dip das wahrhaben will. Absolut, weil der Gegenkandidat ein ziemlicher Trottel ist. Ja, aber wenn du die echt mal die Schüler da anguckst, das sind alles Trottel. Aber ich hatte das Gefühl, selbst für das Schülerkonglomerat, ne? Wie heißt das Wort? Ansammlung. Klasse. Masse, Klasse, danke. ist dieser Gegenkandidat wirklich? Er sticht aus der Masse hervor, aber nicht auf die gute Art. Ja, das ist. Also so in der Intelligenzkurve wäre er noch mal eine Beule nach unten. Stimmt. So eine Art globales Minimum. Hoffen wir es. Auch die Folge fand ich eigentlich ganz lustig. Ja. Ja, doch. Ja.
Ja. Ich überlege gerade, wo es jetzt um Essen ging. Das kam auch irgendwie wieder vor, aber es ist schon länger her, dass ich das gesehen habe, deswegen fällt es mir jetzt nicht mehr ein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit das Schulessen drin vorkam. Weil nämlich der Gegenkandidat total ausrastet irgendwann und allen Kindern statt Schulessen irgendwas anderes verspricht. Wahrscheinlich Schwein. Schwein. Schwein gehabt hat übrigens auch Gas. In der nächsten Folge nämlich Schwein gehabt Gas. So. Gas, the taster of pork. Eine Folge, die diesmal nur aus einer Episode besteht. Deswegen auch ein bisschen mehr Handlung wirklich hat. Und die Grundkonstellation ist quasi, dass Dip Zauberbücher findet oder sowas. Oder irgendwie so ja. Ein bisschen steampunkig anmutende Zauberbücher, die noch einen Zauberspruch enthalten, nämlich einen Schweinespruch. Und den wendet Dip dummerweise auf seine Schwester an. Davor hat mich meine Großmutter immer gewarnt. Wende keine Schweinesprüche auf deine Schwester an. Unk, 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 unk. Ruhig, Schwester. Das Problem ist, alles, was Gas danach zu essen bekommt, hier ist wieder unser Essensbezug, schmeckt furchtbar. Das Einzige, was sie noch mag, ist das Einzige, was ihr noch mag, Schweinefleisch oder schmeckt alles nach Schweinefleisch? Es schmeckt alles nach Schweinefleisch. Ob Eiscreme oder was auch immer sie isst, alles schmeckt nach Schwein. Und damit möchte ich nochmal auf den gestrigen Sunday Morning verweisen. Also wir haben heute den 7.10. Die hatten nämlich das Thema, dass es da in Südamerika jetzt Eiscreme mit Meerschweingeschmack gibt. Beabsichtigt oder unbeabsichtigt? Beabsichtigt. Oh. Verdammte Hipster. Vielleicht wäre auch da die einzige Möglichkeit, um da wieder quasi rauszukommen aus der Meerschweinchenfalle, ähnlich wie für Gas, die einzige Rettung zu sein scheint, in eine fremde Dimension zu reisen, um dort das große Schattenschwein zu bitten, den Flug wieder aufzuheben. Schattenschwein, Schattenschwein, tut, was immer ein Schattenschwein tut. Mich Flüche aufheben. Genau. Ja. In einer Arena. Mit Rätseln. Ja, natürlich. Das klingt jetzt zwar auch nicht mehr nach viel mehr Inhalt, aber tatsächlich ist es doch, man merkt der Folge schon an, dass sie länger ist. Denn ich finde dieses ganze Konzept schon ziemlich bescheuert. Und sie bauen halt dieses einfach noch schön auf. Richtig. Ich glaube auch, wieder eine Folge ohne Sim, oder? Ich glaube auch. Kommt gar nicht vor. Trotzdem eine gute Folge. Weniger Aliens, mehr Fantasy. Ja. Also sowas wie der dunkle Kristall. Nur mit Schattenschweinen. Nur mit Schattenschweinen. Taster of Pork. Das ist eigentlich cool so für eine Visitenkarte. Sprumpel, Taster of Pork. Stimmt. Oder für eine Metalband. Ja. Taster. Taster. Taster of Pork. Ja. Ich darf nicht so viel headbangen, dann klappt sich mein Laptop zu. Ah. Na, ja. Und das Kabel vom Mikro hängt am Mikro, das ist auch nicht so gut. Das gibt Geräusche. Stimmt. Mm-hmm.
Ja, hast du noch die nächste Folge gesehen? Ich habe gerade geschaut, nein. Ich guck mal, was das war. Kommt mir nicht bekannt vor. Ach ja, es ist auch eine Komplettfolge, der Bratkönig, der aus dem All kam. Ah, vom Planeten Frestopia, das haben wir das Thema wieder. Ja, ich erinnere mich auch nicht mehr. Also ich habe die geguckt, genau wie auch das schrecklichste Weihnachtsfest aller Zeiten. Aber das können wir dann in der nächsten Episode besprechen. Übrigens ist dies hier die letzte Episode. Juhu! Ach, ja. Es kommt, glaube ich, ein neuer Addams Family Film, ein animierter, bald ins Kino. Okay. Fällt mir gerade so ein. Oh, und einen schönen Gruß von Dela. Danke. Das hat jetzt nichts miteinander zu tun. Es ergab sich halt gerade. Dann viele Grüße zurück. Ja. Ich glaube, ich gehe heute früh schlafen. Ich hatte überlegt, ins Kino zu gehen. Ach, Kino, wollte ich mir auch drüber reden, fällt mir da ein. Echt? Können wir gleich machen? Ja, den Tarantino. Oh. Ich hatte überlegt, ob ich endlich noch den zweiten Es heute gucken gehe, weil heute lief er noch einmal. Mhm. Aber ich bin einfach so fertig, so scheiße übermüdet und obwohl ich schlafe, also seit meiner heftigen Erkältung falle ich abends um 8 um und bin weg. Gut, zwischendurch habe ich manchmal komische Träume, wie zum Beispiel dieser eine, also es war eine Gruppe von Leuten, ich weiß, Dela war dabei. Und wir sind in einer komisch verwinkelten Stadt rumgelaufen. Und wir sind in einen Gewürzladen rein, wo auch Kräuter und Gewürz und so waren. Und die Verkäuferin hat uns böse angeguckt und hat uns gesagt, wir sollen verschwinden, wir würden ja eh nur klauen wollen. Und daraufhin habe ich ihr dann erklärt, wer wir denn sind und was wir eigentlich alles kaufen wollten. Aber bei so unfreundlichem Service würden wir nichts kaufen wollen. War natürlich alles gelogen, weil wir hätten höchstens ein Töpfchen Kräuter irgendwas gekauft. Und dann sind wir gegangen. Und dann kam uns ein Sicherheitsmann nachgerannt. Und er hat sich dann entschuldigt für seine Chefin, die wäre immer so, ob er denn was für uns tun könnte. Er könnte uns zum Beispiel den coolsten Underground-Club der Stadt zeigen. Das hat er dann auch gemacht. Und der Club war, wie der Name ja schon sagt, unter der Erde. Also ist man dann da so in komisch verwinkelten Gängchen runtergegangen, immer tiefer. Die Musik wurde immer lauter. Und dann bin ich aufgewacht. Aber gut. warte mal, was wollte ich sagen? Achso, müde, ja, nein. Ich glaube, es war alles. Okay. Achso, deshalb will ich heute nicht ins Kino. Also gehe ich heute nicht. Wollen würde ich schon, aber ich kann mich auch kaum auf einen Film konzentrieren, habe ich festgestellt. Hat keinen Sinn. Ja. Aber im Kino war ich und habe Once Upon a Time in Hollywood geguckt. Und? Und das hast du auch gemacht. Ja, was sagst du? Es hat mir gut gefallen. Sehr schön. Ich mag es sowieso, Tarantino, wie er so seine Filme aufbaut. Mhm. Und dann hat er ja hier wieder die Geschichte so ein klein wenig geändert. Ja. Ja, aber gut, man kennt es ja auch in Glorious Bastards oder sowas. Wobei die Szene mit DiCaprio und dem Flammenwerfer hat mich erinnert wie ein Outtake aus den Glorious Bastards. Ja, auf jeden Fall. Na, ich fand es sehr lustig. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich war halt, also unabhängig von der Handlung, wirklich begeistert von den Bildern, die man sieht.
Ja. Von der Art der Kameraführung, von der Art der Farben, der Komposition der Bilder. Ich fand das sehr, 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 sehr hübsch, einfach sehr ansehnlich. Ja, er weiß schon, wie man Filme macht. Das muss man ihm echt lassen. Also man kann ja persönlich von ihm halten, was man will. Aber sein Handwerk versteht er. Ja. Und ich fand auch den Humor sehr schön, wie diese Szene mit Brad Pitt und Bruce Lee. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, wer das ist? Nee, der hat seine Frau umgebracht. Oh. Ja. Und ich habe gelernt, dass die Manson-Anhänger, ja, die da so meistens so im Hintergrund stehen, ja, dass das größtenteils die Kinder von bekannten Hollywood-Schauspielern sind. Witzig. Ich komme natürlich nicht drauf, wer, aber ja, es waren doch ein paar dabei, die wohl bekannter sind. Okay. Ja, der Einzige, der gefehlt hat, war Samuel L. Jackson. Stimmt. Aber ansonsten waren sie ja wieder alle dabei. Und Luke Perry in seiner letzten großen Filmrolle, also größeren Filmrolle. Wer ist Luke Perry? Luke Perry aus Beverly Hills 90210 und jetzt Riverdale hat jetzt zum Schluss gemacht und sowas. Der spielt in diesem Lancer-Western. Ich glaube, also den Gegenspieler, den Guten dann, glaube ich, war das. Ich weiß, wen du meinst, ja. Ja. Und Al Pacino, der echt alt geworden ist. Ein bisschen. Ja. Aber gut. Und was ich auch schön fand, war natürlich dieser am Ende dieser kleine Gewaltausbruch. Ja, natürlich. Da hat man irgendwie drauf gewartet und das war schön. Ja, gerade nach diesem für viele Leute etwas zu lang geratenen Mittelstück, wo er doch irgendwie eine Dreiviertelstunde lang nur so Dramahandlung und Atmosphäre ist, sag ich mal, war das schon hübsch, dieses Ende. Ja. Mir hat es auch gut gefallen. Ich bin gespannt, was er noch macht. Ursprünglich hat er ja mal was gesagt von, er macht nur 10 Filme. Und dann wäre das der 9. gewesen, je nachdem, wie man rechnet. Aber mittlerweile sagt er doch vielleicht ein bisschen mehr, weil der nächste soll ja ein Star Trek Film werden. Ach, ganz ehrlich, wenn er hier aufhören würde, wäre es mir auch recht. Ja. Also ich bin ja ein Star Trek Fan. Ich bin echt gespannt, was er aus dem Stoff machen kann. Mhm. Aber hier so als Hollywood-Film dem Ganzen die Krone aufgesetzt, das wäre ein schönes Ende gewesen. Ja, finde ich auch. Und du weißt ja, woher der Titel kommt. Nö. Nicht? Ich habe es irgendwo mal gelesen, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Ja, er ist ja ein großer Fan von Sergio Leone. Und von dem stammen ja die Filme Spiel mir das Lied vom Tod, das im Original heißt Once Upon a Time in the West. Also es war mal im Westen. Ja, ja. Und es war einmal in Amerika, der auch gedreht. Das gehört zu dieser Trilogie. Es war einmal der Mensch, es war einmal das Leben. Das sind wieder andere Sachen, aber ja. Das will ich auch gerne sehen. Es war einmal das Leben. Regie Quentin Tarantino. Ja, hast du denn die Tarantinos alle gesehen bis jetzt? Nee, bestimmt nicht. Warte mal, was haben wir denn alles? Wir haben Pulp Fiction. Also fangen wir vorne an. Gut, das, ganz vorne brauchen wir nicht anzufangen, weil den gibt's nicht. My Best Friend's Birthday, das ist, glaube ich, nie fertiggestellt worden. Okay. Das ist eher so, ja. Nein, Reservoir Dogs war der erste.
Ich weiß, dass ich den Soundtrack habe. Ich auch. Weiß aber nicht, ob ich den Film gesehen habe. Mit Mr. Pink, Mr. Blue, Mr. Black. Mit der ich sag mal, nein, habe ich nicht gesehen, weil wenn ich ihn gesehen habe, ist er nicht hängen geblieben bei mir. Also, ja, es ist ein guter Gangsterfilm, aber ich glaube, was hängen bleibt, ist vielleicht höchstens die Szene, wenn der eine verhört wird, ich nenne es mal verhört, und die Kamera schwenkt weg und man sieht nur den Schatten, wie ihm mit einer Rasierklinge das Ohr abgeschnitten wird, zu den Klängen von Stuck in the Middle with You. Okay. Ja, und dann kam Pulp Fiction natürlich. Mhm. Ich glaube, der wird immer noch von vielen als der Beste angesehen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ein guter Film. Ein guter Film, auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier gerade so die Liste bei Wiki unten. Four Rooms haben sie drin, wobei ich den gar nicht als Tarantino-Film ansehen würde. Sagt mir gar nichts. Das ist so ein Episodenfilm und da hat er halt ein Segment auch Regie geführt. Also ja, ich fand ihn ganz lustig, aber es ist jetzt nichts Besonderes. Dann kam Jackie Brown, den ich ein bisschen zäh finde. Den habe ich nicht gesehen, den wollte ich mir unbedingt mal anschauen. Also ich find ihn nicht schlecht, aber ich glaube, er hat mehr Längen als so manch anderer. Okay. Wobei Pam Grier da doch eine gute Hauptrolle drin hatte. Ich habe letztens einen der Filme gesehen, durch die sie bekannt geworden ist, durch dieses Blaxploitation-Kino. Mhm. Wie heißt der denn? Oh, ich komme nicht mehr drauf. Also es war ein Film, den wir uns eigentlich auch mal angucken können, sollten, tun, machen. Er war so kaputt. Okay. Vielleicht war es sogar Foxy Brown, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Warte mal. Foxy Brown. Lief da nicht mal auf MTV so eine Zeichentrickserie? Ja, genau. Das ist, die basiert auch so ein bisschen auf sowas, genau. Ah. Wie hieß die denn? Das war Drawn Together. Genau, richtig. Ja. Ah, ich komme hier drauf. Die fand ich ganz lustig damals. Ja, sie war auch richtig. Da haben die Kack- und Sachgeschichten eine schöne lange Folge drüber gemacht, wie kaputt das eigentlich ist. Okay. Warte, was hat denn Pam Grier so alles gemacht? Achso, ja, Beyond the Valley of Dolls, ein Russ Meyer-Film. Frauen hinter Zuchthausmauern. Klingt, Frauen. Als hätte Kalkofe das schon mal in Telefon gezeigt. Kann gut sein. Frauen in Ketten. Im Originaltitel Black Mama, White Mama. Oh, der Schrei des Todes. Das ist ein Blaxploitation-Vampir-Film. Im Original Scream, Blacula, Scream. Ich habe bislang gedacht, dieses ganze Blacula-Zeug wäre einfach nur so ein Simpsons-Ding. Nein, den gibt's echt. Okay. Ja, Foxy Brown, ja. Die Sklavenhölle der Mandingos. Okay. Huh. Ja, den Film, es kann sein, dass es Foxy Brown dann war. Ich komme nicht drauf, wie der andere hätte heißen können, tun, sein. Keine Ahnung. Machen wir weiter. Kill Bill 1 und 2. Natürlich. Klar. Wobei der erste besser ist als der zweite, aber die machen beide Spaß. Death Proof. Yep. Hast du auch Planet Terror geguckt? Nein. Von Rodriguez, der dazugehört. Also nicht dazugehört, aber das waren ja diese, wie heißt's? Meine Nase pfeift. Ja, das stimmt. Lustig. So Exploitation Grindhouse Double Feature haben die beiden ja dann gemacht. Ja. Huh. Und Rodriguez hat einen Zombie-Film gemacht. Und Tarantino das hier. Wobei ich den Film tatsächlich lustiger fand als sein Ruf. Ich fand den Film nicht verkehrt. Ja, ich auch nicht. Dann kommen schon die Inglourious Basterds. Ja. Den mochte ich eigentlich sehr.
Gut, ich mag alles, wo man Nazis umbringt. Ja. Ich habe auch Inglourious Basterds geguckt. Also den, ich glaube, ursprünglich italienischen Film. Wie hieß es? Ich könnte Dümpti Lübtihü. Ich komme nicht drauf. Ich finde ihn gerade nicht, aber tatsächlich hatte der auch gar nicht so viel handlungstechnisch damit zu tun, außer dass es halt eine Gruppe Soldaten war, die Nazis umgebracht hat. Mhm. Dann kam Django Unchained. Ja. Den mochte ich auch. Ja, der war nicht schlecht, das stimmt. Ja, ich tatsächlich mag ich mittlerweile Western wieder mehr als noch vor einigen Jahren. Und der hatte halt auch so ein bisschen schöne Gewalt und so. Das stimmt. Aber ich fand den vom Anschauvergnügen, also so rein so, ne, Farben und Bild und so, ein bisschen lieblos. Handlung geil, aber die Umsetzung ein bisschen. Nee. Ich überlege gerade. Irgendwann ist ja auch der Cutter oder die Cutterin, ja. Die Cutterin, die er bei all seinen Filmen hatte, die ist ja gestorben. Das war auch, ich gucke gerade nach, das war der erste Film, wo ein anderer Cutter war. Ja, vielleicht. Ja. Musste der erst quasi sich reinfuchsen, kann er sein. Kann sein. Ja, und dann kam The Hateful Eight. Den habe ich nicht gesehen. Ich fand ihn als Kammerspiel sehr lustig. Ein Western-Kammerspiel. Muss ich mir doch mal irgendwo... Aber, ja. Es ist jetzt kein großer Film. Ja. Also, weil es spielt hauptsächlich in der Kutsche und in der Hütte eingeschneit. Aber ich finde gerade auch dieses Western im Schnee finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja. Und da sind auch ein paar hübsche Bilder dabei. Ja, und dann sind wir jetzt schon bei Once Upon a Time. Okay. Was ist denn hier mit From Dusk Till Dawn? Da hat er tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob er da Drehbuch was geschrieben hat, aber... gleich weiß ich's. Da. Er hat, also war Autor und Darsteller. Ja. Ja. Weil der hatte mich damals doch sehr fasziniert. Ja, der ist auch wundervoll. Vor allem dieser Schwenk von Psychothriller zu Vampirsblätterorgie. Ja. Den mag ich ja. Und diese wundervollen, alles andere als perfekten Effekte. Ja, wobei sie sind eigentlich für das, was sie sein sollen, besser als computeranimiert. Da haben wir es wieder. Ja. Vor allem zu der Zeit damals. Ja. Wobei die Zeit damals, also es war 96. Ja, eben. Ja. Überleg mal. Ja, er hat auch noch, wenn wir schon dabei sind, andere Filme geschrieben, nämlich True Romance mit, wie heißt er, Christian Slater und Patricia Arquette. Den fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Das ist eine Liebesgeschichte, die schon viel vorwegnimmt, was so in seinen anderen Filmen auch kommt, nämlich lauter kaputte Charaktere und viel Gewalt. Und ich überlege gerade, ob das der mit Elvis ist. Das Elvis... Ja doch, das ist der mit Elvis, genau. Val Kilmer spielt Elvis. Also Christian Slater erscheint irgendwann Elvis im Spiegel und ein Typ wird... durch die Seitenrille des der kugelsichere Weste erschossen und sowas. Also, es ist ganz lustig. Okay.
Und er hat auch das Originaldrehbuch, das aber so nicht verfilmt wurde, zu einem meiner Lieblingsfilme geschrieben. Zu Natural Born Killers. Ah. Später hat er sich distanziert, weil er sich beschwert hat, dass Oliver Stone halt ja, dieses ganze Medienzeugs als Stilmittel einsetzte, das in dem Film kritisiert wird. Hm. Verstehe ich nicht, weil genau das finde ich daran so geil. Aber ich mag den Film sehr. Mickey und Mallory kennen den Unterschied zwischen Gut und Böse ganz genau. Sie scheißen nur einfach drauf. Ja. Ja, und tatsächlich später noch, na gut, da hat er nur eine Szene geschrieben, The Rock, Fenster der Entscheidung. Mhm. Was lustig ist, weil den kann ich so als Tarantino-Film überhaupt nicht erkennen. Ja. Ja, ja. Stell mir gerade vor, wie schwer bewaffnete Menschen über Dwayne Johnson krabbeln. Ja. The Rock, Fleischberg der Entscheidung. Hast du eine Knarre in der Hose oder freust du dich, dass ich über dich drüber knappel? Es ist eine Knarre. Oh. Gut, dass wir nicht viel Geld und eine Kamera haben. Der Rock, Kleidungsstück der Entscheidung. Ja. Er war auch Produzent von From Dusk Till Dawn 2, Texas Blood Money und Teil 3, The Hangman's Daughter. 2 fand ich furchtbar, 3 fand ich okay. Ja, das sind beides halt Fortsetzungen, die man nicht unbedingt braucht, aber die so für einen lustigen Abend, ja, lustig sind. Er hat auch Hostel und Hostel 2 produziert, die ich echt überbewertet finde. Also ich meine, die sind ja sowieso nicht hochbewertet, aber Entschuldigung, ich fand die Effekte hier drin so miserabel schlecht. Da muss ich passen. Und Killing Zoe hat er produziert, 94. Da erinnere ich mich noch dunkel dran. Da ging es irgendwie um einen Raubüberfall, auch irgendwas. Keine Ahnung mehr. Ja. Ich habe meine Chilis geerntet. Ja, du auch. Ja. Tatsächlich habe ich auch nur einen probiert und der war überhaupt nicht scharf. Aber ich bin gespannt, wie die anderen so sind. Also, bis auf die Habaneros habe ich sie alle probiert. Und die hatten alle ordentlich Bums. Und eben die bumsigsten habe ich noch nicht getestet, weil ich mich noch nicht getraut habe. Mal gucken. Ich muss auch mal gucken. Ich glaube, ich werde bei mir jetzt erstmal die zum Trocknen hinhängen. Ich hatte überlegt, ob ich es auch im Backofen mache, aber ich brauche die ja jetzt nicht unbedingt im Moment. Da hänge ich die an die Scheibe, das sieht auch schön aus. Das stimmt. Ich hatte meine ja einfach aus Platzgründen im Backofen getrocknet. Du hattest auch ein bisschen mehr als ich. Nettes Röstaroma bekommen haben und sehr, ja, so ein bisschen so. Das riecht und schmeckt so, dass man direkt einen Eintopf von kochen will. So ein bisschen, so, ich will nicht sagen angebrannt, aber Geröstaromen. Ja. Genau. Geröstaromen sind immer toll. Und einen Teil habe ich sauer eingelegt. Und einen Teil habe ich verschenkt. Ja, und jetzt ist nur noch eine Fensterbank voll da. Die trocknet jetzt da vor sich hin.
Beziehungsweise wird demnächst zum Teil noch verschickt. Ja, gucken wir mal. Ja, dann ist die Erntezeit auch schon bald wieder rum. Ja, da die Tomaten nichts mehr wurden, habe ich die auch geerntet, die grünen, und habe die eingelegt. Die waren bei mir dieses Jahr echt nicht die schön, die Tomaten. Es ging bei mir. Ich hatte auch ein paar, die auch so, ja, nicht richtig löchrig oder sowas, aber verwachsen irgendwie waren, ne? Ja, komisch irgendwie. Aber die meisten waren okay. Und das, was halt jetzt an Grünen noch dran war, die werden halt auch nicht mehr. Ja. Dafür ist es doch ein bisschen zu kalt. Meine waren wirklich sehr löchrig auch. Krass, dass das so unterschiedlich ist, weil so viel. Na, du wohnst jetzt ja nicht im komplett anderen Teil des Landes, ne? Dass das schon so einen Unterschied macht. Ja, vielleicht, ich hatte ja die Samen letztes Jahr rausgemacht aus diesen Riesentomaten. Und sie waren auch nicht wirklich groß, also waren normale Tomaten, aber dafür halt wirklich zerfressen. Ja. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie nicht richtig gegangen ist. Also nächstes Jahr probiere ich es nochmal mit gekauften Samen. Ja, Mann. Mein erster grüner Tomatentest, den habe ich natürlich ausgelagert an Arbeitskollegen. Und scheinbar sind die ganz gut geworden, weil er lebt noch. Oh. Ja. Ich bin ein anderer Arbeitskollege. Entschuldigung, ja? Ja, bitte, nein, mach nur. Nee, ich werde vom Blumen- und Gartenthema wäre ich jetzt komplett weg, deswegen. Ja, bei mir auch, also. Mach du erstmal weiter. Mach nur weiter. Ein anderer Arbeitskollege machte mich auf ein Thema aufmerksam, das ich so nicht auf dem Schirm hatte, was aber sehr kurzweilig wurde. Der Name McAfee sagt dir was, oder? Ja. Und ja. Der lustige wenn Mensch das, mit dem Virenscanner. Genau. Vor allem lustige Mensch. Er machte mich darauf aufmerksam, dass es lustige Dokumentationen gibt über das Leben und Schaffen dieses bemerkenswerten Mannes. Das sich eigentlich kurz zusammenfassen lässt mit: Mensch macht Abschluss in Mathematik, entwickelt Software, verkauft Software, wird reich. Dreht am Rad und schlägt sich in den Dschungel, nimmt alle Drogen, die er kriegen kann, und gibt sich mit Nutten und kriminellen Gangs und Polizisten. Baut sich einen Harem und eine Privatarmee auf, nimmt noch mehr Drogen, täuscht einen Herzinfarkt vor, um nicht ins Gefängnis zu müssen, nimmt noch mehr Drogen, kauft eine Insel, kauft einen Strand, nimmt noch mehr Drogen, wird Geschäftsführer. Ein seltsamer Mann. Vergiss nicht, dass er übrigens angekündigt hat, falls die Libertäre Partei auf ihn zukäme, würde er bei der nächsten US-Präsidentschaftswahl gerne kandidieren wollen. Stimmt. Ansonsten würde er seine eigene Partei gründen. Gut. Ich meine, ob das jetzt wirklich schlimmer wäre als die momentane Führungsriege des Landes. Du meinst ein zugekokster Irrer oder ein orangefarbener Irrer? Ja, beziehungsweise ob ein, ja, genau. Der Vorteil ist natürlich, wenn du einen drogensüchtigen Irren an der Macht hast, der würde vielleicht das Problem mit den mexikanischen Drogengangs lösen. Ja, lass sie rein. Genau. Ja, es gibt hier auch irgendwie komische Verbindungen zu einem Mordfall und ja. Also der Mann hat ein breit gefächertes Leben. Ja. Dem scheint so zu sein.
Ich hätte beinahe gesagt, es ist irgendwie für mich so das Paradebeispiel für ein kluger Mensch paart seinen echt nicht schlechten Verstand mit nicht den besten Drogen. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es helfen würde, wenn er die besten Drogen genommen hätte. Aber. Naja, gut. Es gibt ja genug Beispiele dafür, dass auch kluge Menschen Rauschmittel zu sich nehmen können, ohne durchzudrehen. Ja. Naja. Ich freue mich auf Präsident McAfee. So. Genau, das da wurde kann, ich. Ja. Ich weiß nicht, ob es nicht schlimmer werden kann, aber ach, was soll's. Ich glaube, mittlerweile ist es einfach nur noch ein was soll's. Denn warum? Wenn die Menschheit ausstirbt, ja, und? Das ist doch nichts Schlimmes. Ich wehre mich nicht mehr dagegen. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Das ist, glaube ich, auch der einzige Kritikpunkt, den ich an diesen ganzen Klimakindern und sowas habe. Es ist nicht klug, die Welt zu retten. Es ist nicht klug, eine bessere Welt für seine Kinder zu wollen. Es wäre eher klug zu sagen, wir sterben jetzt aus. Damit ist allen geholfen, weil es kann nicht sein, dass wir irgendwie die Welt probieren zu retten, indem wir unser Verhalten ändern. Es gibt einfach zu viele Menschen. Ja, und wenn du viele Viren im Körper hast, musst du auch Medikamente nehmen, um diese Viren enden, ne? Also, die Erde hat Schnupfen und wir sind der Krankheitserreger. Ja, manche von uns sind schnodderiger als andere. Aber das ist richtig. Nee, also ich hätte da gar nichts dagegen, wenn die Menschheit ausstirbt. Umso schneller, umso besser. Vielleicht kann dann irgendwann, wenn irgendwann mal intelligentes Leben nachkommt, also sagen wir mal, die Eichhörnchen werden die dominante Spezies und in ein paar hundert Jahren laufen Eichhörnchen in Lederklamotten mit einer Peitsche durch die Welt. Planet of the Squirrels. Will ich mir angucken. Also natürlich wäre ich da schon ausgestorben. Ach, Eichhörnchen. Also ich habe zwei Eichhörnchen. Ich bin jetzt mir sicher, ich habe sie zusammen gesehen. Sie laufen jeden Tag hier hinten und her und nehmen Nüsse. Vielleicht beobachten sie dich einfach. Und das sowieso. Und vorhin hat es ganz laut auf dem Balkon bam, 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 bam. Und ich dachte, habe ich einen Specht? Habe ich mich so langsam um die Ecke geschlichen und mal geguckt. Da saß da eine Meise und hat mich angeguckt. Ich habe geblinzelt. Die Meise hat geblinzelt. Seit wann können denn Vögel blinzeln? Die Meise konnte das. Okay. Da hat die Meise ihren Presslufthammer rausgeholt und hat weitergemacht. Ich weiß nicht, was sie hier wollte. Vielleicht ist das Haus und hier an dem Balkon das Holz doch etwas schon zerfressener, als ich gedacht habe. Aber, ach, was soll's, bis die Menschheit ausstirbt, wird's noch halten. Okay. Was macht denn Wasserschaden? Das ist so ziemlich alles mittlerweile weg. Heute kommt nochmal der Handwerker für die Treppe, noch so ein letztes Mal lackieren. Ja, und ich war jetzt letzte Woche fürs neue Bad Zeug aussuchen. Mein Gott, gibt es hässliche Badezimmerarmaturen. Ja. Also, ich weiß nicht,
das ist weder praktisch noch schön. Ich habe keine Ahnung, wie das, warum. Noch so ein Grund dafür, die Menschheit aussterben zu lassen. Sie hat einfach keinen Geschmack. Ja. Ja, und ansonsten ist das dann hoffentlich bald alles erledigt. Ich hätte gerne eine Klospülung, die nicht aus dem Duschkopf besteht. Ja, ich habe gebaut. Das wirft jetzt durchaus Fragen auf. Also, gehst du dann noch aufs Klo oder einfach in die Dusche? Nein, der Duschschlauch ist lang genug bis zum Klo. Okay. Das ist weniger witzig, beruhigt mich aber. Ja. Ja. Demnächst gucken wir dann ein bisschen Robo Chicken. Ja. Habe ich entschieden. Einverstanden. Zuerst werde ich aber, das habe ich mir für diese Woche irgendwann auf den Dings geschrieben, Batman hält die Welt in Atem schauen. Oh, wundervoll. Der Batman-Kinofilm zur 66er Fernsehserie. Genau das. Freu dich auf das Batman Anti-High-Spray. Ich hörte oder einen anderen Anti-High-Bat-Spray, so rum, glaube ich. Dass es sehr, sehr viele Sprays in diesem Film gibt. Er ist wundervoll. Es gibt ja noch zwei weitere Filme zur 66er-Serie mit den Originaldarstellern, also bevor sie dann verstorben sind. Ja. Die kamen aber jetzt tatsächlich erst in den letzten Jahren raus. Aha. Es sind nämlich zwei animierte Filme. Uhu. Also haben die Originalsprecher haben ihre Rollen gesprochen. Ja. Das eine ist eine Geschichte mit Two-Face, die damals ursprünglich auch in der Serie hätte laufen sollen. Aus irgendeinem Grund ist das Drehbuch halt verworfen worden und Two-Face kam da nicht vor. Das haben sie hier verwertet und den zweiten habe ich tatsächlich auch noch nicht geguckt, der liegt hier noch. Also ich bin gespannt. Denn es ist eine wundervolle Serie. Ne.